Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch herzlich zu einem neuen Format und zwar den Tarkov News, den Tarkov Neuigkeiten. Wir schauen in diesem Format ein bisschen drüber, was so Erzählenswertes in den letzten Wochen oder Tagen, je nachdem, wie viel über die Zeit immer rauskommt, vorgefallen ist und was es so Neuigkeiten gibt in Tarkov. Die bringe ich euch hier ein bisschen näher. Gleich mal vorweg, es ist die erste Folge, es kann hier ein bisschen zu Unstimmigkeiten kommen etc. Aber ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Vote gepackt und da könnt ihr mal abstimmen, ob ihr denn das Format so an sich feiert, ob ihr es gerne eher seriös haben möchtet, also dass ihr harte Fakten bekommt und nichts zu lachen habt, oder ob der gewisse Witz, den es in den News geben wird, vor allem durch die Einspieler, durch die Bilder, ob ihr das feiert, ob ihr sagt, ja, das ist witzig, aber kann gerne so bleiben. Das würde ich gern von euch wissen und ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den News. 45er ACP-Buff. Alle 45er Kaliber-Munitionsarten in OEFT wurden stärker gemacht. Sei es Lasermatch, Quakemaker oder sonst irgendwas. Aber hauptsächlich die einzige spielbare, die 45er ACP-AP, ist auch weiterhin die einzige, die spielbar ist in diesem Kaliber. Die ACP-AP hat eine Pen-Power-Increase bekommen, also eine Vergrößerung von 36 auf 38. Das macht sie tatsächlich um einiges stärker, da sie hier viel näher drankommt an Level 5er Rüstungen und da wir sie aber nicht direkt durchschlagen, gibt es nochmal einen kleinen Buff auf 45er ACP AP und zwar ist der Armor Damage Wert von 43 auf 48 erhöht worden. Der Armor Damage Wert sagt euch, wie schnell eine Armor kaputt geschossen werden kann, damit ihr sie dann penetrieren könnt. Diese beiden Sachen, diese beiden Faktoren spielen super ineinander harmonisch und das ist ein sehr guter Buff. Freut mich extrem. 45er ACP AP ist gerade in der 45er Vektor extrem stark, leider nur 30er Magazine, aber eine sehr hohe Rate of Fire. Hier auf jeden Fall super, super geil. Dann Spawn-Chance von Killer und Reshalla wurden erhöht. Ja, Killer hat neue Spawns bekommen und dementsprechend war es auch wirklich nötig, dass sie die Spawn-Chance erhöhen. Denn 100 Mal Killer töten war früher auf Interchange schon ein harter, harter Grind, wo man wusste, dass er immer in der Mitte von Interchange ist. Jetzt kann er fast überall auf der Map spawnen. Und da ihn jetzt 100 Mal zu kriegen, ist schon echt schwer. Dafür hat sich BSG was überlegt. Und zwar ist es jetzt von 33% vorher auf 40% erhöht worden. Und da findet ihr Killer jetzt leichter. Mal abgesehen davon, dass er jetzt überall spawnen kann. Und Reshalla wurde ebenfalls erhöht von 33 auf 36%. Das ist eher ein kleinerer Buff, sage ich mal, was seine Spawn-Chance angeht. Ihn könnt ihr an der New Gas Station, an Fort Knox und in den Dorms finden. Sollte also nicht allzu schwer sein, da das auf Customs eigentlich recht nah aneinander liegt, die ganze Sache. Dann hat sich BSG mal wieder erlaubt, eine Roadmap, eine sogenannte Roadmap herauszubringen und zu sagen, was sie denn in den nächsten Monaten vorhaben. Und das haben sie wirklich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, denn sie konnten sich vorher eher schwer an diese sich selbst gesteckten Ziele eben halten. Und die Spielerschaft war dann eben sehr stark fordernd und sagt so, ja, aber ihr habt das gesagt und das, also bringt das doch bitte. Und das hat BSG jetzt wieder gemacht und das sagen sie wie folgt. Im Patch 11.5 soll es Bugfixes und Optimierungen geben. Das ist also der Patch, den wir als nächstes bekommen werden. Bugfixes und ein paar Optimierungen war zu erwarten. Dann mit Patch 12.11.6. Dann mit Patch 12.11.6 soll bereits die Unity 2019 Engine in Escape from Tarkov Einzug erhalten. Und damit auch der DLSS-Support für Nvidia-Grafikkarten. Freue ich mich sehr drauf, bin ich gespannt. Vor allem als mich, für mich als 2K-Spieler, WQHD-Spieler, könnte DLSS hier einiges an Performance eben in Tarkov reinbringen. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Dann mit Patch 12.12.0 soll Lighthouse kommen. Die Lighthouse-Map, die Leuchtturm-Map soll kommen. Tägliche Quests sollen kommen. Inertia soll kommen und Voice-over-IP soll zum Beispiel ebenfalls kommen. Inertia und Voice-over-IP wollen sie vorher noch auf dem ETS testen. Das ist der Early-Test-Server. Für jeden, der da Zugang bekommen habt, könnt ihr oben im Launcher Zugang anfragen. Vielleicht kriegt ihr, werdet ihr da freigeschalten, dann könnt ihr die Patches eben schon vorher testen. Dann wird es weitere Versionen der Waffenfehlfunktionen geben. Aktuell gibt es halt nur den Jam und der soll jetzt nochmal weitere kleine Brüder bekommen, was da so schief gehen kann mit dem Handling der Waffen. Des Weiteren sollen neue Waffen dazukommen und natürlich auch weitere Ausrüstungsgegenstände, die da neu dazukommen sollen mit 12.12. 12.12, also der nächste große Content-Patch und dann haben sie noch einen kleinen Patch danach angesagt und zwar mit 12.12.5.
soll ein Quality-of-Life-Patch werden. Also soll uns das Leben einfach ein bisschen besser machen in Tarkov, wie die Menüführung etc. ist. Und da haben sie gesagt, das sind packende 4 Monate, die sie da vor sich haben, also die sie sich da gesteckt haben, die Ziele. Und ja, das würde bedeuten, dass die ganzen Sachen, die wir gerade eben besprochen haben, bis Januar bereits im Spiel sein werden. Die Frage ist jetzt, wird es mit Patch 12.12.0 einen Wipe geben? Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Neue Map, tägliche Quests, Inertia, Voice-over-IP, das wird einiges im Spiel verändern. Hier kann ich mir ganz klar vorstellen, dass sie wipen. Fraglich ist nur, Daily Quests sind eher etwas, was den High-Level-Spieler angeht, der bereits im Endgame ist. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, eben, dass sie dann eben nicht wipen, um erstmal die Daily Quests zu testen. Aber ja, wie wir kennen, gibt es einige Leute unter uns, die sehr schnell wieder im Endgame sind. Da können die dann auch die Daily Quests testen. Also, kurz gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie mit 12.12.0 wipen um Ende Dezember, Anfang Januar rum. Dann eine weitere sehr, sehr gute Neuigkeit. Und zwar, Waffenfehlfunktionen wurden um 50% reduziert. Hier sprechen wir aber nur von der Waffenfehlfunktion Chance auf den Munitionsarten. Das ist nichts, was eure Waffe selber angeht praktisch. Die müsst ihr weiterhin schauen, dass sie über 90% ist, um hier sehr, sehr viele Jams vorzubeugen. Aber der Waffenfehlfunktionsmultiplikator, der ebenfalls auf der Munition ist, beeinflusst natürlich eure ganze Waffe. Und da ist es dann, kommt es zu 50% weniger Jams, was das angeht. Und das freut mich wirklich extrem. Ich bin tatsächlich jetzt erst einmal gestorben, weil ich einen Jam hatte mitten in einem Firefight. Aber ja, so ist es. Und mal schauen, wie sich das so ausspielt. Ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr verschont geworden von den Jams bis jetzt. Und einige von euch haben im Chat immer geheult, ihre Waffen jammen so oft. Vielleicht jammen sie jetzt weniger, sie sollten jetzt 50% weniger jammen. Das ist also eine gute Nachricht. Dann, die Loot-Values wurden angehoben. Durch das letzte Event, an dem sie angefangen haben, den Dynamic Loot reinzubringen, habe ich ebenfalls ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch oben in der Infocard nochmal anschauen. Haben sie jetzt ein bisschen wieder zurückgerudert und Grafikkarten und LEDX-Chancen haben sie um mehrere 100% wieder angehoben. Vorher war es nahezu unmöglich, diese zwei Sachen eben zu finden und jetzt haben sie die Chancen um mehrere 100% wieder angehoben. Allerdings freut euch nicht zu früh, denn 100% von 0 sind immer noch 100%. Das kann euch jeder gebildete Mathematiker ohne Probleme ausrechnen. Also denkt da jetzt nicht, dass jetzt hier überall Grafikkarten oder LEDX wieder rumliegen. Es wird ungefähr so sein wie in dem Sinnbild hier neben mir. Das soll sie auch schon gewesen sein. Die erste News-Folge ist im Kasten, ist draußen und ich hoffe, ihr habt es genossen. Es war tatsächlich sehr witzig, die Sachen vorzubereiten, sich die Gags auszudenken. Es ist natürlich auch um einiges mehr passiert in der Tarkov-Welt in den letzten Tagen. Allerdings dachte ich mir, hier sortieren wir ein paar Meldungen aus und machen das eben die wichtigsten Sachen in meinen Augen, packen wir hier mit rein. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was für euch die wichtigste Neuigkeit oder die wichtigste Änderung war, die wir jetzt hier besprochen haben. Würde mich extrem interessieren, wie sieht's aus bei euch mit Looten? Looten ist wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr das gleiche, wie es früher war, dass wir uns die GPUs in den Arsch gesteckt haben und dann raus sind, sondern hier wird vermehrt Müll gelootet, um dann eben die Masse macht's zu machen. Das würde mich interessieren, schreibt's gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns live auf Twitch. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao. Soll bereits die Unity 2009...